Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die Splitterdimension FN3, was weiß ich, wie die nochmal hieß, betreten. Und ja, wir sind hier im Hornhochland und sollen in Kambala, glaube ich, wie hieß die nochmal, Katalysator, erledigen und die Splitterdimension hier den Erdbogen gleich machen. Also typische Agentenarbeit. So, ich habe meine Katze. Miau Woman, okay, wieder offscreen irgendwo hingeschickt und ja, habt gesehen, ich habe Woman bekommen, sehr schön. Ah, ja, wir haben jede Stadt schon. Müssen wir noch hier eine Katze finden? Ob ich die per Dingens finde oder nicht, weiß ich nicht. Das ist das Problem. Ja, lass mal erstmal. So, nächste. Zack. So, dann habe ich noch nicht die Fertigkeit angeguckt, die wir alle bekommen haben. Einfache Serie und Combo-Abschöpfung. Doch, der klar, habe ich die schon angeguckt, aber die wollte ich mal hier irgendwie zeigen. Hier, eine einfache Serie. Der letzte Treffer dieser Combo wird stärker sein und sein AZ-Bonus von 2 gewähren. Und dann habe ich hier Fehlklick und dann sehe ich auf einmal hier so eine Combo. Und ja, muss ich die machen? Okay. Das ist ja mal interessant. Der kann so richtige Kombos machen. So, da habe ich hier irgendwie Arzt mal geguckt. Ich habe übrigens nochmal neu geladen, deswegen kann ich euch jetzt alles nochmal zeigen. Ja, Gaius hat 2 neue Sachen gelernt, Elise und Ludger, und dann guckt euch das mal an. Das ist auch voll krank. Viele Sachen hier auf einmal alles gelernt und so, boah. So, Hydra-Schlag trifft dann mit 2 hohen Tritten. Machen wir mal. So, dann immer das erledigt. Ja, weiter an. Wir müssen in Kambala irgendwas machen. Weil der Stern sagt, wir müssen da hin. So, this is a fractured dimension. Waymarker response detected. Commence retrieval. There's a waymarker here. What do we do? First, we try to find the thing that sticks out the most from the prime dimension. That's usually the catalyst. Ja, Katalysator, genau. Notice anything unusual? It's as if there's a pall in the air. Well, the first step in reporting is to ask around. Okay. Dann fragen wir. Okay. Bist du der Katalysator? Hab ich irgendwas im Gesicht oder was? Hast du ein Problem, Kleiner? Hä? Siehst du Scheit? Die Schimmeriade. Okay. It's freezing. Why does it have to be so cold here? You can warm yourself by conserving the energy you use, flapping your tongue, and use it to move your body instead. Must you always say such tedious things in such a tedious way? And then your tedious grumbling makes us two of a kind. You really are a delight. I'm guessing you don't have many friends, huh? Friends? Indeed I do not. That's not true. Weren't the Chimeriad your friends? It's been a while since I've heard that name. I don't know what that is, but it sounds cool. Wingle, Agria, Zhao, and Pressa. They were Gaius's bodyguards, and they were all super powerful warriors. Leibwächter, das klingt aber mehr nach Schergen als nach Freunden. Und wo sind die jetzt? Okay. Naja, Ludger weiß das ja nicht. About that. They aren't anywhere. They're all dead. Oh. Oh no. It was during the war when they opened the schism. We were involved too. There's no need for you to feel responsible. Wingle, Zhao, Pressa, and Agria gave their own lives so that I could move forward with mine. The responsibility for their sacrifices rests solely with me, and I will not dishonor them by compromising my goals. That is all you need to know. Right. Okay. Kambala, das eisige Land. Warum kommen so viele Skits? Okay, warum ist Rolo am Frieren? Jetzt so ein dickes Fell. Ja, meine ich. Mein Gott. Is it? I find it quite refreshing for this time. No way! There is no way it gets colder than this. Back me up on this, Luger. Würde ich aber meine Lippen nicht zugefroren werden. Also schlimm ist es doch gar nicht. Stimmt's, Gaius? Weiß ich nicht. Ja. No, right? Mine are turning blue. How come his highness isn't even shivering?
Canbalar gets coldest at night. Compared to that, this time of day is quite warm. Colder than it is now? How much colder? Cold enough that any liquids or vegetables that aren't properly stored will freeze solid shortly after dusk. And of course, if you wanted to open a window, you would need to pour boiling water on it first. Seriously? The cold itself is manageable. The big problem is that the fallen snow never has a chance to melt. Snow removal costs the city an enormous sum in both money and man hours. Why don't you just snap your fingers and melt it all away with your magic powers? Because the melted snow would just freeze solid again, obstructing the roads when it does. The problem is not so easily solved. Wow, living in cold places is the worst! Which is why the people here share such a tight bond. That is one advantage no other city can match. Mein Gott, warum tut er die ganze Zeit mit so einem komischen Unterton reden? Mit so einem Trollen irgendwie. Mein Gott. Ha! Kakuzuchi, okay. Durchdringen von den Essenz Kakuzuchis, dem Gott der Flammen, der das Tanzen lehrt. Genau, Kakuzuchi. Aber irgendwann mit Feuer, ich weiß es jetzt nicht mehr. Oh, ein Granat muss ich dafür. Kann ich die kaufen? Ne, die kann ich herstellen, glaube ich. Was ist hiermit eigentlich? Blitzschlag? Habe ich gar nicht. Mal hat jemand ausgerüstet. Ah ne, das habe ich, glaube ich, mal hergestellt. Ne? Oh, seltsames Fragment. Da kann ich mir... Ich stelle mir den mal her. So, dann. Tun wir mal einen Kakuzuchi herstellen. Na klar. So, dann... Sehr schön. Warum nicht? Okay, zurück zu unserer Mission. Wieso der Katalysator? Fürst Gaius? Nein, natürlich sagt er es nicht. Entschuldigt bitte, aber ich muss sagen, ihr seht dem ehemaligen Herrscher recht ähnlich. Ihr seid nicht von hier. Das sieht man euch. Hier ein kleiner Tipp. Lungert hier lieber nicht darum. Wenn euch eure Wacht sieht, kommt ihr ins Gefängnis. Ja, super. Satten. Gehen wir mal ins Gasthaus uns ausruhen und so. Und neue Sachen, glaube ich, kaufen. Geh mal weg da. Premierminister Wingold Hand in Hand, um das Land zu regieren. Aber ein gutes. So. Aber jetzt pennen, dann geht die Suche weiter. Hier. Mindstrom. Vergeht immer irgendwie mein ganzes Geld flöten. Das ist doch nicht mehr normal. Alles natürlich hier abgrasen, auch wenn hier nichts ist. Irgendwas wird ja schon sein. Hast du nicht vor 2 Jahren schon da geputzt? König Wingull? Oh nein, wir kämpfen gegen den hier? Oh Gott. Nein, aber ich verstehe doch nicht, was der sagt. Wie kann denn der bitte schön König sein? Da versteht doch kein Schwein, was der sagt. Wenn der hier König ist. So, warum ist hier nirgendwo was? Was soll das? Ich glaube, ich habe schon irgendwas herausgefunden, was ich noch nicht herausfinden sollte, ne? Warte, ich dachte, Wingold wäre doch jetzt hier. Boah. Hier wahrscheinlich war Wingold irgendwie hier nicht Teil der Schimmeriade. Hier, du hast wieder rot. Mein Schatz namens Long Dao's Stab gehört. Ich war gesucht, um den Blick drauf zu erhaschen. Weil habe ich nichts gefunden. Mann, ich muss wohl meinen Partner informieren. Did you hear that? That was about Long Dao or whatever. Okay, Long Dao. Das ist ja diese Sprache hier, die auch gesprochen worden ist. Von Wingull. Okay, immer die mit den Roten, habe ich so ein Gefühl. Willkommen, lasst mich euch erzählen, welche Materialien man in der Gegend von Kamala findet. So, nein, das wollte ich nicht. So, Katalysator. Okay, da kommt man zu dieser Dingens, genau. Da gucken wir uns erstmal hier um. Waffen, genau.
Ja, ne, ich hab doch hier Dingens. Solche, wow, wat? Oder so Wummen irgendwie bekommen. Miau, Wummen. Was? Kann man nicht nochmal hier? Miau, miau. Ich mein, piu, piu. Nein, ach egal, mach ich. Im Kampf. So, rote Person. Ich suche rote Person. Na? Entschuldigung. Hier konnte man rein, genau. Wenn jetzt hier wieder nichts ist, ne? Hey, hey, könnt ihr nicht einfach so hineinstürzen? Doch. Falls ihr nach Wertgegenständen sucht, vergesst es. Die Barbaren haben alles mitgenommen. Welche Barbaren? Wenn ich irgendwas finde, ne? Fräulein. Ja. Ich habe so das Gefühl, einige Viecher standen schon vor 2 Jahren im ersten Spiel da. König Wingold zeigt sich selten dem Volk. Er schließt sich in sein Schloss ein. Wenn jemand ihn kritisiert, wird er auf Härteste bestraft. Dein Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Mein Gott. Direkt alles gefunden. Brav. Geh da raus in die Kälte. An dem Tag, an dem Meister Wingo König wurde, wer hätte damals gedacht, dass es so enden würde? Wenn das so weitergeht, wird Aujul in Schutt und Asche liegen. This Wingo is at the center of everything weird here. Could it be more obvious? Interesting. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gucken, was der auf dem Thron zu suchen hat. Vielleicht eigentlich am besten von allen. Entweder er oder Agria. Waren die besten. Okay. Da möchte ich aber noch zu dieser Kirche, zu diesem Tempel erstmal. Bevor es weitergeht. Obwohl. Ich habe das Gefühl, wir gehen irgendwann sowieso dahin. Obwohl. Na, komme ich doch nicht dahin und dann habe ich ein Problem. Man muss ja mal gucken. Wahrscheinlich muss ich gar nicht dahin oder kann gar nicht dahin, aber naja. Mal gucken. Tempel der Xylem-Wender. War da jetzt? Ne, ich dachte am Boden bei was. Okay. Tempel der Xylem-Wender. Wahrscheinlich ist hier sowieso nichts, aber was soll's. Da sind die Xylenwälder. Okay. Da kann ich nicht, da ist das Elementerz. Herr damit. Herr damit! Na. Hier waren auch diese Dingens hier. Dieses Siegel, das ich hier brechen musste. Mit diesen mysteriösen Perlen war das doch. Dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, so 20, 30 oder so finden. Mein Gott, wie viele sind hier von diesen Dingern? Die habe ich hier alle aufgesammelt. Und dann kam dieses Siegel. Das war, glaube ich, der letzte Part doch am ersten Teil. Aber jetzt ist das Ding nicht hier. What the crap. Na gut. Weiß ich nicht. Ich bin ja, glaube ich, vollkommen umsonst hingelaufen. Also, bei ihr kann ich mich umsonst ausruhen. Ich habe teuer Geld dafür bezahlt in Kambala, Mann. Ah, naja. Jetzt bin ich ja echt umsonst hingelaufen, ne? Ich hab gar nichts hier gefunden. Supi. Eine Schatztruhe muss da ja mindestens irgendwo sein auf diesen Dingern hier. Auf der anderen Seite. Na komm schon. Du merkst dich an. Hier kann ich auch pennen. Geil. Schon Schatztruhe. Irgendwo.
Ich hasse euch. Dann gehen wir jetzt schnell ein. Gehen wir Wingull mal begrüßen. Oder? Ja, gehen wir da rein. Na, du alte Socke. Wow. 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 Wahrscheinlich geht's auch da aus weiter. Wahrscheinlich müssen wir uns da vom Tempel aus einschleichen, ne? Disperse. The castle is off limits by order of His Highness King Li Ying himself. Li Ying? Ich dachte Dingens. Hm. Nee, lass mal lieber. Just go home. Nothing good can come from meeting with His Highness anyway. Wir müssen sowieso alle töten hier, ne? Okay, da habe ich schon so eine Vermutung, aber machen müssen. Wir schleichen uns da rein. Wir sind ja nicht so gewalttätig, ne? Genau. The one we used when the airships attacked. We may be able to use that. Sehr schön, genau, das hatte ich vor. Aber ich könnte auch da einfach reinstürmen. Könnte ich machen. Aber nein. Mal gucken. Lieber den sicheren. Ich habe immer schon wieder Angst. Okay, speichern wir erstmal hier. Aber ich habe keine Lust, schon wieder aufs Maul zu bekommen. Weil kaum kommt der nächste Boss irgendwie oder die nächsten Story-Gegner und ich krieg voll auf die Fresse. Richtig dick. Mit einem Hammer. Das will ich nicht. So, dann rein da. Marschieren wir in das Schloss ein. Wow, da ist schon wieder alles neu aufgetaucht. Ich krieg die Krise. Ah, das war besser. Na klar. Ludger ist voll unpassend angezogen. Fällt mir ja sogar auf. So. Jetzt ist ja was. Habe ich nicht. Ist mir irgendwie so aufgefallen, dass der Zille beim ersten Mal durchgespielt hat. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Offscreen. Da man hier runtergehen konnte und da war nix. Jetzt haben sie da eine Truhe angepackt. Sehr schön. Was? Also. Warum auch immer jemand eine Truhe dahin packen sollte, aber. Kann ich einfach da so ein Gebiet dahin packen. Wenn da nix ist. Da wird ja wohl niemand hier jetzt gerade nachgucken, ob hier jemand rumläuft, ne? Jetzt ziehen wir mal eine Jacke mit Ludger an. Hier ist doch bestimmt kalt. Oh. Okay, ist auch immer noch nicht so. Egal. Da ist eine Truhe. Kampfanzug. Geil. Finde ich gut, dass jetzt mehrere Leute hier sowas anziehen können, hier. So dicke Dinger. Okay. Irgendwie hat er Geschicklichkeit erhöht und nicht Bewegung. So Widerstand. Aber naja. Okay, Tor zu Geiles Schloss. Er gehört nicht ganz, er gehört diesen Ying Li oder wie auch immer der hieß. Sneaking into a castle is so exciting. Ist da runter. Jetzt kann ich die von hinten so ansprechen, ne? Du, 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 du. Ha! Ihr Noobs! So, der Dach ist noch hier. Okay. Das klingt nach einem guten Zeitpunkt, um zu speichern. Ja, perfekt. Und was auch immer jetzt da drin ist und was wir da machen müssen und warum auch immer, wir werden das im nächsten Part herausfinden von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.